Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Guild Wars 2 Beta. Heart of Thorns erscheint am 23. Oktober und bringt jede Menge schöne Spezialisierungen für unsere bereits vorhandenen Klassen mit. Die Elite-Spezialisierungen, heute ist der Mesmer dran. Heute schauen wir uns den Mesmer an und der Mesmer ist ja sowieso schon König darin, Zeit und Raum zu verzerren. Und das wird er, nachdem er nun den Chronomanten als Spezialisierung hat, noch besser können denn je. Er hat die Möglichkeit für uns, die Zeit zum Positiven zu beeinflussen, für die Gegner mehr zum Negativen, möchte ich dazu sagen, aber darum geht es ja auch. Und zwar haben wir die Möglichkeit, ein Schild zu tragen. Ja, der Chronomant bringt uns die Möglichkeit, ein Schild zu tragen. Und er bringt Brunnen mit. Schauen wir uns das Ganze nochmal ein bisschen genauer an. Was ist denn das? Chronomant. Ihr könnt Schilder ausrüsten und euch Zutritt zu Chronomantenbrunnen verschaffen. Ihr haltet Zugang zur Kontinuumspaltung-Verschiebung, die es euch erlaubt, einen früheren Zeitpunkt erneut aufzusuchen. Das hier, F5, ist die Kontinuumspaltung. Zerstört all eure Illusionen und öffnet einen Riss im Raum-Zeit-Kontinuum. Wenn er sich wieder schließt, kehrt ihr zu diesem Zeitpunkt zurück. Soll also heißen, ihr könnt diese Fähigkeit benutzen, alle Fähigkeiten rausspammen, die ihr habt. Und wenn ihr dann den Kontinuum-Spalt wieder schließt, dann seid ihr wieder vorher, in dem Moment, wo ihr den Kontinuum-Spalt aktiviert habt. Und ihr habt, eure ganzen Cooldowns sind weg, die Möglichkeit nochmal alles rauszuhauen. Also schon ziemlich interessant. Eure Ausdauer und Fähigkeitsaufladung, alles wird so sein wie vorher. Die Dauer erhöht sich pro zerschmetterter Illusion, also man will halt dann so viele Illusionen zerschmettern wie möglich, damit man eben zu dieser Fähigkeit kommt. Ja. Hat eine Reichweite von 5000 übrigens. Wenn ihr in der Zwischenzeit irgendwo hingelaufen seid, dann landet ihr natürlich auch wieder da dementsprechend, wo ihr vorher gestanden habt. Ja, also da muss man ein bisschen mit Vorsicht genießen, im WVW vor allen Dingen. Was haben wir hier für Fähigkeiten? Einen Gegner zu unterbrechen verlangsamt ihn. Oh, das ist gemein. Unterbrechungsmesmer sind immer noch besonders fies im PvP. Damit werden sie fieser. Aktiviert eine Zerschmetterfähigkeit. Aktivierung einer Zerschmetterfähigkeit verleiht euren Illusionen Supergeschwindigkeit. Es ist ja so, wenn ihr zerschettert, dann rennen die Illusionen auf euren Gegner zu. Oft sterben sie schon auf dem Weg dahin oder sie sind nicht schnell genug da. Wenn man das benutzt, bekommen sie Supergeschwindigkeit. Wir haben Tierelementare. Ich gehe. Nee, ich will jetzt nicht Tierelementare. Gönn mich mal. Ich stelle mich jetzt hier hin. So. Es ist so, dass eure Illusionen dann halt sehr viel schneller am Gegner dran sind, um eben zerschettert zu werden. Brunnen gewähren Verbündete Tatendrang, wenn sie enden. Tatendrang, eine neue positive Buff-Fähigkeit. 66% Aufladerate von Fertigkeiten. Soll heißen, eure Fertigkeiten sind schneller wieder aufgeladen. Das Gegenteil von Kühle, möchte ich dazu sagen. Ach, ist das toll. Und unsere Brunnen gewähren die automatisch. Ist das nicht super? Oh, schön. Erhalte Tatendrang für jede Illusion, die ihr zerschmettert. Also jedes Mal, wenn ich was zerschmettere, sind meine Fähigkeiten schneller wieder aufgeladen. Das klingt doch großartig. Erhaltet eine zusätzliche Chance, kritische Treffer gegen verlangsamte Gegner zu erzielen. Okay, der Unterbrechungsmesmer ist also in der Lage, dann auch noch höhere Chance zu haben, kritisch zu treffen, wenn er... Okay. Der Unterbrechungsmesmer wird lustig. Weil ihr könnt halt diese, ne, wenn ihr einen Gegner unterbrecht, verlangsamt ihr ihn halt dafür nutzen, ihm mehr Schaden zu machen. Das Zerschmettern von mindestens zwei Illusionen erzeugt einen Klon. Soll heißen, so wie wir Klone zerschettern, kommen wir wieder einen Klon. Das bedeutet, wir sind nie ohne Klone, wenn wir shattern. Das ist gut. In Kombination mit unserer Shatter-Variante, die Zeit holt auf, ist das sehr nett. Weil das ist die perfekte Kombination für einen Shatter-Mesmer als Chronomant. Auf euch wirkender Tatendrang dauert länger an. Das ist natürlich auch interessant zu sagen, okay, ich gebe voll auf Tatendrang. Ich möchte Fertigkeitswiederaufladung, 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 Fertigkeitswiederaufladung haben. Denn wir werden jetzt hier übrigens ein Trugbildmesmer sehen, den Shattermesmer gucken wir uns auch noch an. Bewegt euch 25% schneller, die Dauer von erlittenen Bewegungseinschränkungen wird um 25% verringert. Das als Mini-Trade zu haben, ist großartig. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, erhaltet ihr eine Ladung. Habt ihr genügend Ladungen erhalten, verlangsamt euer nächster Treffer euer Ziel. Ich weiß nicht, wie viele Ladungen es sind. Das steht da überhaupt nicht. Fertigkeitenaktionen sind langsame Anzahl der Treffer 5. Also muss ich 5 Ladungen haben, um diese verlorene Zeit auszulösen? Das klingt zumindest so. Jedes Mal, wenn ihr einen kritischen Treffer zielt, können wir das gerade mal ausprobieren. Hier sind hier Elementare. Was sind das für Stacks? 2, 3, 5. Ah ja, Tatsache. Und dann kann man dafür sorgen, dass man dann mehr damit crittet und dann kann man das alles damit einbeziehen. Verstehe. Schön. Gut. Hallo, da sind ja noch mehr TL-Elementare. Wieso kommt ihr denn jetzt alle hierher? Vorhin wart ihr doch noch alle nicht da. Kann ich ja jetzt gar nicht leiden. Ups. Sekunde.
muss da gerade mal total lame. Zack. Zack. Alles weg. Was ist das jetzt? Jetzt weg, ja? Okay. Okay, das ist das mit der langsamen Variante. Das ist natürlich fies, wenn man jemanden so Auto-Attack-räumliche Welle damit abklatscht. Erhaltet Schnelligkeit für jede Illusion, die ihr zerschättert. Das ist jetzt wieder für den Chatter erstmal interessant. Und jetzt haben wir noch, eure Trugbilder werden erneut herbeigerufen, nachdem sie zum ersten Mal zerschättert wurden, soll heißen, wenn wir den trügerischen Berserker zerschättern, wird er wieder herbeigerufen und ist wieder der trügerische Berserker. Erst dann verschwindet er, wenn wir ihn dann nochmal zerschättern oder er getötet wird. Ja, also das ist die Trugbildvariante. Ich würde sagen, Unterbrechungsverlangsamungsmesmer, Chatter-Mesmer, Trugbildmesmer. Diese drei Lanes kann man damit voll abdecken. Man muss halt gucken, nicht nur Brunnen sind dann interessant. Für den Trugbildmesmer sind die Brunnen interessant. Was ist denn für den Trugbildmesmer an den Brunnen interessant? Gut, gehen wir erstmal jetzt auf unseren Schild. Mit dem Schild haben wir die Fähigkeit Déjà-vu. Blockt für kurze Zeit den nächsten Angriff auf euch ab. Wenn diese Fertigkeit komplett kanalisiert ist, wird ein Trugbild herbeigerufen, das Gegner verlangsamt und Verbündete mit Eifer erfüllt. Also Langsamkeit ist ein ganz wichtiger Faktor. Wir verlangsamen Aktionen durch unsere Fähigkeiten, Raum und Zeit zu verkrümmen. Und der Tatendrang ist halt der positive Effekt für uns. Gedächtnisecho. Blockt für kurze Zeit den nächsten Angriff auf euch ab. Wenn diese Fertigkeit komplett kanalisiert ist, wird ein Trugbild herbeigerufen, das Gegner verlangsamt. Moment, soll das heißen. Dieses Trugbild erzeugt ein Trugbild. Das sein. Trugbild erzeugt, was ein Trugbild erzeugt. Trugbildception. Ausgezeichnet. Dann haben wir noch Bogen der Zeit. Schleudert eine Welle temporaler Energie, die Gegner aufhält und verwundet, während sie Verbündete stärkt. Dann kehrt die Welle zu euch zurück. Berührt ihr sie dann, verringert sich die Wiederaufladezeit für diese Fähigkeit, soll heißen. Schnelligkeit, Betäubung, Blockgeschosse, ist ein Kombofeld Äther und wir haben die Möglichkeit, auch das häufiger zu benutzen, wenn wir sie dann wieder auffangen, unsere Woge der Zeit. Nicht uninteressant. Brunnen der Ewigkeit erschafft einen Brunnen, der die Zeit zurückdreht und von allen Verbündeten Zustände entfernt. Am Ende seiner Existenz hält der Brunnen alle Verbündete im Umkreis. Selbstheilung am Anfang erstmal 3000, Heilung wird beendet 3900, nicht übel. Entfernte Zustände einer, pro Puls vielleicht, ich weiß es nicht, denke mal schon. Pulse 3, Dauer 3 Sekunden, Kombofeld Licht. Lichtfelder, naja. Brunnen der Prophetie, wegen Prophezeiung. Erschafft einen Brunnen, der Verbündete die Fähigkeit verleiht, in die Zukunft zu sehen, sodass sie allen Angriffen ausweichen können. Für eine Sekunde Verschleierung. Schön, um in einem Schadenspike im WVW auszuweichen, denn es ist nämlich auch noch ein Kombofeld Äther mit einem Stunbreaker. Also ziemlich nützlich, um Konfusion zu schleudern. Ziemlich nützlich für Chaos-Rüstung. Sehr schön, um zu verschleiern. Und einmal kurz, um Stack-Stabilität zu haben. Also die Ausdauer wird wieder hergestellt. Es ist richtig klasse, um einen aus der Scheiße zu ziehen. Und es gibt uns Tatendrang, weil wir so geskillt sind. Was haben wir denn hier noch Schönes? Brunnen des Verhängnisses. Erschafft einen Brunnen, der das Zeitgefüge zerreißt und Gegner in dem Gebiet dabei verwundet, schwächt und verkrüppelt. Klar, sie werden zerrissen. Wenn der letzte Schub von Brunnen des Verhängnisses ausgelöst wird, richtet er bei Gegnern in diesem Gebiet schweren Schaden an. Finaler Schaden, nicht übel. Wenn der krittet, bam, und dann Verkrüppelung und Schwäche. Schön für einen Schadenspike. Sehr nice. Brunnen des Rückrufs. Erschafft einen Brunnen, der Gegner die Erinnerung stiehlt, was sie verwundet und kühlt. Am Ende seiner Existenz verleiht er diese Erinnerungen an Verbündete, was die Aufladung ihrer Fähigkeiten beschleunigt, soll heißen. Wir haben halt automatisch Tatendrang in diesem Brunnen mit dabei, aber er kühlt Gegner runter und es hat auch wieder ein Kombofeld Äther. Dann haben wir auch noch Brunnen der Tat. Erschafft einen Brunnen, der die Zeit anhält und dabei Gegner verwundet und verlangsamt am Ende seiner Existenz. Bleibt die Zeit wieder zurück und gewährt Verbündeten Schnelligkeit. Finde ich jetzt ganz nützlich so zu mitnehmen. Gefällt mir. Gravitationsbrunnen. Erstellt einen mächtigen Brunnen, der das Raumgefüge in einem Bereich verzerrt und dadurch Gegner in seinem Ereignishorizont niederschlägt, schweben lässt und heranzieht. Am Ende seiner Existenz fügt der Brunnen allen Gegnern, die noch darin gefangen sind, schweren Schaden zu. Ja, nicht übel. Läuft. Fliegende Gegner. Na, das möchte ich sehen. Okay, okay. Erstmal mache ich jetzt Leute platt hier. Hallo Luna, greif mich mal an. Ja, ich wollte das hier benutzen. Greif mich an. Geblockt. Da ist die Illusion, das ist nämlich für meine Welle. Fangen sie auf. Und, ja, der Schaden vom Mesmer ist halt einfach so krass, dass man da nicht viel zeigen kann. Nicht übel. Bin halt jetzt auch voll auf Damage gegangen. Trugbild-Mesmer, by the way. Ich bin davon abhängig, dass meine Trugbilder Schaden machen. Deswegen klatsche ich jetzt auch hier meine ganzen Trugbilder drauf. So, ich roll noch einmal, zerschättere gerade meine Illusionen. Mein Trugbild wird ja wieder neu erzeugt. Das ist ganz praktisch. Wenn ich gleich das nächste draufpacken, euch mal hier ein bisschen Geschwindigkeit geben. Die Raupen können mal fliegen lernen.
möchte hier mich kurz hochheilen damit. So, dann zerschetter ich wieder. Ein Trugbild bleibt erhalten. Nächstes Trugbild. Ich komme natürlich auf der erhöhten Fertigkeitswiederaufladung quasi dadurch gar nicht raus. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich mir je Gedanken über Lebenspunkte machen muss, weil ich einfach so unglaublich einfach den Schaden machen kann und die Aufladezeit und die Brunnen und überhaupt und die Möglichkeiten der Illusion. Ah, es ist geil. Das macht so Spaß. Ich finde den Trugbild erstmal so geil. Aber ich finde auch noch was anderes total geil. Das möchte ich euch gleich mal zeigen. Und zwar die Shatter-Variante davon. Die macht auch unglaublich viel Spaß. Dafür brauche ich, das kann alles so bleiben, dafür brauche ich diese mittlere Lane. Also Geschwindigkeit durch Shattern und Klon erzeugen wieder einen Klon und Supergeschwindigkeit bei den Illusionen. Und dann war das bei dem Ausweichen, da schaffe ich einen Klon, das ist richtig. Druckbilder haben Wut, das brauche ich auch, damit die nochmal mehr Schaden machen. Blendet jedes Mal, wenn ihr eine Zerschetterfähigkeit benutzt, brauchte ich. Und dann Shatterfähigkeiten richten mehr Schaden an. Das ist auch richtig. Treffer, Segen, Schnelligkeit, wenn ihr einen Gegner unterbrecht. Wiederaufladung, Siegel. Ich hatte immer ganz gerne das mit dem, was war das? Welche von euch habe ich immer genommen? Illusionen haben mehr Lebenspunkte, genau, damit die auf jeden Fall geschattert werden können. Und dann, ich benutze auch ganz gerne dann in dem Fall Siegel des Äthers. Chance ist, sie zu betäuben, wenn es benommen auf Illusionen, Shatter-Fähigkeiten fügen Verwundbarkeit zu. So, das ist jetzt eine Shatter-Variante. Das ist nicht der Shatter, erstmal schlechthin, aber es ist eine schöne Shatter-Variante, die mir persönlich immer viel Spaß gemacht hat. Also zum Beispiel halt hier. Oh, das lag. Zack und zack und zack. Sehr schön. Kann jetzt mein Riese jetzt voran? Ich will meinen Riesen prügeln. Wo ist mein Riese? Weißer Riese, Megaperls. Ist da drüben vielleicht der Veteran? Nee? Kann ich den Veteran rufen? Ist der Stein dann vielleicht wieder? Ja, ich kann meinen Veteran rufen. Hallo, rätselhafter Stein. Aber wie geht's dir so? Angequatscht. Jetzt kommt die Veteran-Zauberin. Die kann ja Furcht verursachen. Uncool. Und Angriff. Zack, das erstmal da drauf packen. Darüber. Das ist mega uncool. Jetzt hier ran und shattern und da weg und shattern und das geht ganz schnell, weil meine Illusionen ja super schnell am Gegner dran sind und wieder shattern und nochmal da dran und nochmal rollen und darüber und dann ist die tot. Wieso hältst du so viel aus? Was hältst du so viel aus? Ich wollte gerade sagen, kann ja gar nicht wahr sein, die mit dem Pixel dann noch überlebt hat. Das sehe ich ja nicht ein hier. Zack, shattern und weg und hier wieder dran und wie sie sich. Also hier, das kann ja auch nicht wahr sein. Also. Ja, doch, macht Spaß. Ah, da ist mein Riese wieder. Hallo. Ups. Und ups. Ich kann dich nicht zufällig fliegen lassen, oder? Das wäre so lustig, wenn man nicht fliegen lässt. Doch, der Riese fliegt! Weißer Riese, Megaperls lernt fliegen. Ach, ist das schön. So. Wird am besten Time. Dann gucken wir, ob wir den Angriff blocken können. Können wir nicht. Aber illusionäre Rächer haben wir damit herbeigerufen. Und zack. Und jetzt wieder shattern. Und nochmal zurückrollen und zurückrollen. Mehr Illusionen. Zack. Und dann nochmal shattern. Wieder zurückrollen. Halt, ich kann jetzt erst zurückrollen. Sehr gut. Und nochmal shattern. Habe ich nebenbei schon erwähnt, dass ich nochmal shattern kann. Und gleich kann ich wieder shattern. Wegen dieser Fähigkeit wieder Aufladung. Yay, weg hier. So, Trugbild draufschmeißen. Jetzt hier nochmal blocken. Sicher ist sicher, man weiß ja nie. Das kann hier durch. Zack, 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 zack. Und nochmal shattern. Und nochmal shattern. Ah, die sind so schön schnell beim Gegner. Das macht so viel Spaß. Ey, du, Lappen. Ja, ja, hau mich ruhig. Kein Problem. Ach, die Shatter-Variante ist so schön schnell und bam und Schadenszahlen fliegen nur so um mich herum, überall. Ach, das ist schön. So viel Kleinzeug, so viel Großzeug. Ich persönlich mag halt die Trugbild-Variante lieber. Ich spiele halt lieber den Trugbild-Messmer, weil man sich sehr gut positionieren kann, weil man sehr gut taktisch mit diesen Brunnen arbeiten kann und macht halt einfach auch gut Wumms, ne? Hat man ja gesehen. Das war dann hier die Variante und das ist richtig so, das war auch richtig so.
Das ist die räumliche Welle. Schmetterfähigkeiten zu sägen. Mehr Schaden. Wobei das mit dem Unterbrechen ist eigentlich auch nicht übel. Das wäre dann halt einfach hier die Variante. Ach, die hat Spaß gemacht, oder? War das nicht lustig jetzt? Haben wir nicht gut Bums gemacht? Haben wir es den Gegnern gezeigt? Wer hier der wahre Zeitmanipulator ist? Zack. Man will halt einfach da drüben ordentlich Schaden. Und zack. Das war's für dich. Ah, die Schadenszahlen, die einfach so eine Illusion erzeugen kann, ist einfach großartig. Hopp und hopp. Und schmettern kann ich ja trotzdem. Macht ja immer noch Aua. Meine Wut wächst. Platt ist er. Ach, ich liebe den Chronomanten. So viel Zeitmanipulation, so viele Möglichkeiten. Verbündete, die können wesentlich häufiger ihre Fähigkeiten einsetzen. Man hat die Möglichkeit dort, dass der Elementarmagier seinen Meteorschauer häufiger casten kann, was ja schon großartig ist. Also 100 Klingen, 100 Klingen, 100 Klingen, 100 Klingen. Der Necro, der ja mit seinem Großschwert so übel Spams raushauen kann, hat auch nochmal mehr Möglichkeiten, mehr Schaden in schnellerer Zeit zu machen. Also der Chronomant. Wahnsinn, es wird Spaß machen, sich auszurechnen, welche Gruppen und Klassen und Fähigkeitskombination dann jetzt in Zukunft in der größten Geschwindigkeit den schnellsten Schaden aufbringen kann. Das wird sicherlich lustig. Aha. Und interessant auch, welche Gruppe die meiste Heilung aufwenden kann. Ja, das könnte auch interessant werden, gerade für Raids, denn man braucht Heiler bei Raids. Glaubt mir, man braucht Heiler bei Raids. Okay, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Let's Play Guild Wars 2. Ich hoffe, der Chronomant hat euch gefallen, genauso sehr wie mir. Ich bin zwar immer noch der größte Freund vom Necro, macht verdammt viel Spaß, aber der Chronomant ist auch super. Vor allen Dingen, weil er halt diese drei Linien mitbringt. Betäubungsmesmer, Shattermesmer und Trugbildmesmer. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.